Hallo zusammen, willkommen zu meiner Veranstaltung Szenenbild, was ist das? Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Benedikt Herré, ich bin Szenenbildner hier in Stuttgart oder wo mich die Projekte auch hintreiben. Unter anderem bin ich dann aber auch noch hier Dozent an der Hochschule, deswegen bin ich, glaube ich, auch den Genuss gekommen, euch was über Szenenbild zu erzählen. Mal gleich eine Frage in die Runde. Was ist es denn, Szenenbild? Wagt sich jemand an eine Definition heran? Jemand eine Idee, was Szenenbild ist? Warum seid ihr hier? Keine Idee mehr? Raumausstattung? Ja. Ja. Ja, also ich sage auch immer, wenn ich Außenstehende erkläre, ja, was machst du, Szenenbildner, keine Ahnung, sage ich immer, das ist der Bühnenbildner beim Film. So, um es einfach zu erklären. Noch jemand eine Idee? Ja, auch ablauftechnisch vielleicht nicht so richtig, aber vom Prinzip her stimmt die Richtung. Wenn mich Leute fragen, was ist denn von dir am Film? Man weiß ja immer genau, was der Regisseur macht. Der macht da mit den Schauspielern irgendwie rum. Die Schauspieler kann man auch relativ genau definieren, was die Schauspieler machen. Kameramann weiß man auch genau, ja, der sitzt halt hinter der Kamera und filmt das Ganze. Aber der Szenenbildner, da weiß man jetzt nicht, was der so genau macht. Ich sage dann immer, um es kurz zu fassen, alles, was man im Film sieht, außer den Schauspielern und deren Kostüme, ist von mir. Alles. Ja? Natürlich hat es irgendwie eine Grundlage, also sprich, da hat sich vorher mal jemand eine Geschichte überlegt, der Drehbuchautor, und das ist sozusagen meine Arbeitsgrundlage. Aber im Wesentlichen ist das, wo der Film dann spielt, also verschiedene Handlungsorte, die finde ich normalerweise. Also da gibt es dann Location Scouts, die mir zusammensuchen oder ich suche sie selber. Und diese Orte werden dann verändert im Sinne des Filmes. Eine längere Definition, habe ich mich mal schriftlich dran gewagt, ist, Szenenbildner sind für die Gesamtgestaltung einer Filmwelt verantwortlich. In inhaltlicher, künstlerischer, technischer und finanzieller Hinsicht. Szenenbildner entwickeln das Aussehen eines Films. Sie definieren das Milieu der Charaktere zusammen mit dem Regisseur. Sie entwerfen es künstlerisch im Zusammenhang mit den Handlungssträngen des Drehbuchs. Sie setzen es mit ihrem Team in die Realität um und kontrollieren dabei ständig die Kosten. Also, wenn man das Szenenbildner-Dasein mit dem Architekten-Dasein vergleichen würde, es gibt ja oft auch die Definition, ich bin Filmarchitekt, was denn nicht so ganz der Definition entspricht, dann kann man sagen, bei den Architekten gibt es die sogenannte HOAI, die Honorarordnung von Architekten und Ingenieure, und da wird definiert, dass der Kreativanteil des Architekten am Bauwerk 7% ist. Das ist relativ wenig. Der Rest ist dann irgendwie, ich muss die Baustelle managen, ich muss die Handwerker anleiten, ich muss die Kosten im Auge behalten, muss mit dem Bauherrn kommunizieren. Und so ähnlich ist es im Prinzip auch mit dem Szenenbildner. Da ist der Kreativanteil etwas höher, ich sag mal ungefähr 30%. Und der Rest ist natürlich dann auch, ich muss es organisieren und ich muss es finanzieren. Zum Organisieren brauche ich Zeit und zum Finanzieren brauche ich Geld. Geld und Zeit sind begrenzt, beides bekomme ich sozusagen zur Verfügung gestellt von den Produzenten und damit muss ich sozusagen die Aufgabe erledigen, ein Szenenbild für einen Film zu machen. Ich habe es gerade eben schon angesprochen, es gibt sozusagen verschiedene andere Begrifflichkeiten, die auch für Szenenbildner verwendet werden. Es ist zum einen mal der Filmarchitekt, es gibt ja auch in Deutschland den Berufsverband der Szenenbildner, Filmarchitekten und Kostümbildner, kurz SFK, sozusagen eine eine Vertretung gegenüber Arbeitgebern oder Auftraggebern. Also der Filmarchitekt ist aber eigentlich
wie es sich schon anhört, der baut sozusagen die Filmbauten. Alles, was darüber hinausgeht, ja, da ist ja noch mehr, was Szenenbild ausmacht. Also sozusagen der Innenarchitekt, der fehlt dann dadurch. Der Innenarchitekt beim Film, weiß jemand, wie der heißen könnte? Wird gern als Ausstatter bezeichnet. Also Ausstatter ist auch sozusagen nur ein Teil davon, obwohl der Szenenbild auch gerne, ach, der macht die Ausstattung, ist eigentlich falsch. Der Außenstatter, im Englischen heißt es Set Decorator, ist auch ein Teil des Berufsbildes, ein ganz, ganz wichtiger Teil auch. Nicht umsonst bekommt der Oscar für Production Design, also Szenenbild heißt im Englischen Production Design, bekommt nicht nur der Production Designer, sondern auch der Set Decorator. Die teilen den sich sozusagen, weil sie zusammen den Film erstellen. Dann gibt es noch eine dritte Begrifflichkeit, die auch gerne verwendet wird für den Szenenbildner, ist der Szenograf. Das wird vor allem von ehemaligen oder von Szenenbildnern verwendet, die in der ehemaligen DDR ihre Ausbildung bekommen haben. Szenografie ist aber nicht gleich Szenenbild. Das ist eigentlich ganz was anderes, nämlich Ausstellungsdesign. Also wenn ich in ein Museum reingehe, da war oft ein Szenograf dann am Werk, der die Ausstellung designt hat, im Sinne von, wie sehen die Vitrinen aus, wie sehen die Schriftzüge aus, wie sind die Vitrinen angeordnet und so weiter. Also nur mal so zu den Begrifflichkeiten. Die korrekte Begrifflichkeit ist Szenenbildner und das Szenenbild, das er erstellt. Im Englischen heißt es dann eben Production Designer oder das Production Design eben, da geht es um den ganzen Film, um den Look des ganzen Filmes. Mal kurz zur Geschichte, wie ist es entstanden? Man kann, wenn man ganz spitzfindig ist, behaupten, dass es Szenenbild schon gab, bevor es Film gab. Da gab es nämlich sozusagen eine Vorläufertechnik, die Laterna Magica, und die haben sozusagen, wie heute wird man Diashow sagen, eben Bilder an die Wand geworfen und haben diese Bilder sozusagen haben eine Geschichte begleitet. Also die Bilder haben zur Geschichte gepasst, die Bilder mussten designt werden. Da gab es eben Menschen, die nannten sich, ich weiß nicht wie, aber letzten Endes war es der Vorläufer des Szenenbildners, der eben sozusagen diese Dias, die da erstellt wurden, vorher aufgebaut hat, kulissenhaft aufgebaut hat. Wie dann das Medium Film entstanden ist, ist natürlich diese Berufssparte so richtig aufgeblüht, weil der Film dann natürlich viel mehr technische Möglichkeiten hat als das Foto. Das Bewegtbild, wo man sozusagen auch ganz gezielt dann Dinge für entwerfen kann. Und die ersten Szenenbildner, das waren eben Bühnenbildner oder Architekten, die sozusagen auch aufgrund ihres bisherigen beruflichen Daseins entsprechende Techniken mitgenommen haben in den Film. Also gerade die Bühnenbildner, die haben dann gewusst vom Theater her, von der Oper her, ich muss es eigentlich nur so bauen, dass es so aussieht, wie wenn. Ich muss jetzt gar keine Steine aufeinander schichten, um eine Wand zu machen. Da reicht mir auch eine Leinwand, die ich entsprechend anmale, um dem Zuschauer eben das Gefühl zu geben, da steht eine Wand. Und das ist der ganze Gag eigentlich auch an dem Beruf. Weil wenn ich jetzt mal vom Architekten her schaue, der Architekt, der baut Gebäude, der baut Dinge, die man anfassen kann. Wir sitzen ja auch in einem Gebäude, wir können hier drin rumlaufen, können Dinge anfassen, wir spüren die Materialität des Raumes oder der Materialien an der Wand oder am Fußboden, wie auch immer. Ich bin sozusagen völlig frei in meinem Tun, was das Erleben des Raumes, des architektonischen Raumes anbetrifft. Wenn man einen Schritt jetzt weitergeht, Richtung Theater, Richtung Oper, da bin ich nicht mehr so frei, um den architektonischen Raum, der auf der Bühne existiert, zu erleben, habe ich eigentlich nur eine Möglichkeit, ich kann ihn anschauen. Ja, ich muss aber auch schön auf meinem Platz sitzen bleiben, ich kann ihn nicht angreifen, ich kann ihn nicht begreifen. Das Einzige, was sozusagen das Ganze unterschiedlich macht, ist, dass man unterschiedliche Sitzpositionen hat innerhalb des Raumes. Also ich sollte zwar während der Theatervorstellung auch nicht unbedingt den Sitzplatz dann wechseln, das ist nicht gerne gesehen, aber ich habe doch die Möglichkeit, mit meinem Blick schweifen zu lassen, verschiedene Aspekte des Bühnenbildes unterschiedlich zu beurteilen, unterschiedlich anzuschauen. Ich kann mich von der Handlung zwar immer wieder sozusagen in das Zentrum
der Bühne ziehen lassen, aber ich kann auch woanders hinschauen, ist, bin ich völlig frei. Beim Szenenbild ist es komplett anders. Also ich kann es nicht anfassen, weil das ist ja eigentlich nicht materiell vor mir existent. Also wann sehe ich ein Szenenbild normalerweise als normaler Mensch? Im Kino oder im Fernsehen? Ne? Also ich bin ja selten selber in der Kulisse und kann die anschauen und anfassen dann auch. Also bin ich sozusagen auf das sozusagen reduziert, was ich auf der Mattscheibe oder auf der Kinoleinwand sehe. Ich kann es nicht, kann es nur anschauen. Aber es ist dann noch schlimmer, ich kann es nicht so lange anschauen, wie ich will, und ich kann auch nicht dahin schauen, wo ich hin will, sondern es wird mir auch noch diktiert. Zum einen hat das der Kameramann mir diktiert, wohin hast du zu schauen? Ja, also den Bildausschnitt wählt er, der Kameramann. Und wie lange ich es anschaue, ist mir auch definiert, weil dann im Schnitt halt jemand sagt, okay, jetzt ist Schluss, jetzt kommt die nächste Szene. Also ist alles sozusagen mir vorbestimmt, jetzt mal aus der Sicht des Zuschauers. Aus der Sicht der Filmschaffenden ist natürlich ein irres Vorteil, weil ich kann sozusagen den Zuschauer manipulieren. Ich kann ihm Dinge vorsetzen, ich kann Dinge behaupten, die sozusagen gar nicht real existent sind und die aber glaubt, unverständlicherweise. Kommen wir mal zum ersten Suchbild, die das kennen. Ich glaube, es müssten theoretisch 2, 3 kennen. Die sind mal still. Und wir überlegen jetzt mal, was stimmt an diesem Bild nicht? Ja? Der Balken? Der Balken? Wieso stimmt der nicht? Naja, weil er sich in den Vordergrund drängt und Teil des Zimmers verdeckt. Und ich glaube nicht, dass es gerade abzielt, dass der Balken richtig ist in das Zimmer. Ja, aber der Balken kann ja da sein. Das ist halt, der Fotograf hat sich ein bisschen blöd hingestellt und hat da den Balken mit fotografiert. Ja? Wieso nicht? Ja. Wer wohnt denn da? Mal kleine Zwischenfrage. Ein Kerl. Woran erkennt man das, dass ein Kerl wohnt? Auto, Plakat, Skateboard, oben Science-Fiction-Figuren, Voyager und Transformers. Ja. Snowboard. Wie alt ist der? Ein Teenie. So ungefähr, kann man das irgendwie einschätzen, wie alt er ist? Das ist 16? Naja. Woran macht man das fest, dass man weiß, wie alt er jetzt ist? Auch ein Spielzeugauto. Das sind zum Beispiel Lego-Technik-Sachen, die da unten, die sich dann finden. Ja. Die Postkarten, an dieser typische Stereo- CD-Spieler mit doppelten Kassetten, okay. Vielleicht hat das noch aus seiner Kindheit, hat es noch nicht rausgeschmissen, ist schon älter. Aber sonst noch jemand eine Idee? Ja, ja. Welche? Warum? Welches Licht stimmt da nicht? Das sieht so aus, als wenn es von weit oben kommt oder wenn es selbst die Decke sein. Die Schatten stimmen auch nicht. Ja. Also das ist natürlich Licht von ganz links, das strahlt hinten die Kommode an. Kommt aber noch ein Licht von vorne, von rechts, was den Balken anstrahlt. Ist halt nochmal ein Fenster, oder? Ja. Also man sieht auch, dass es von hinten kommt, weil der Balken durch der Schatten und entfernt wird. Also man sieht, es gibt 2 Lichtquellen von rechts. 2 Fenster. Also mich irritiert ganz stark unten links der Boden. Unten links der Boden, ja. Der hier, ja. Da liegt halt ein Teppich. Ach, ja, um das mal abzuschließen. Ihr wart relativ fest der Meinung, da wohnt jemand, oder? Ich nicht. Du nicht? Ja. Ja, ich kann ja einfach ein Zimmer gewesen sein, wo die Eltern so aufgewacht haben und es mit der Jugendliche oder wegen mir nach Abitur ist er ausgezogen, ist ja. Das Zimmer wurde so gehalten. Ah, dann wohnte jemand da vielleicht. Ja. Ich schließe es jetzt mal ab, sonst können wir noch eine Stunde weitermachen. Es stimmt nämlich nicht, weil jetzt sieht man oben, ups,
fehlt ja die Decke. Wenn man noch eins weitergeht, sieht man ganz eindeutig, hier wohnt gar niemand. Ja? So viel zum Thema Illusion. Ich habe euch den Kameraausschnitt vorgegeben. Ich habe euch jetzt nicht die Zeit vorgegeben, aber ich habe euch den Kameraausschnitt vorgegeben und seid so mehr oder weniger drauf reingefallen. Ja? Weil das ist sozusagen ein Studiobau, den habe ich erstellt oder erstellen lassen für einen Werbespot für die AOK. Der läuft, glaube ich, oder lief über den Sommer wieder jetzt im Kino. Im Prinzip wohnt da keiner. Also ganz eindeutig, das ist ein Filmset. Und man hat sich aber sozusagen durch die Wahl des Ausschnitts irgendwie darauf sozusagen eingelassen, dass da jemand wohnen könnte zumindest. Und wenn man noch eins weitergeht, stellen wir fest, naja klar, von hinten ist es auf keinen Fall mehr ein Zimmer eines Jugendlichen. Ja, so sieht halt ein Filmset von hinten aus. Also, worum geht es dabei? Eine Illusion zu erzeugen, also auch eine Illusion der Realität zu erzeugen. Es geht nicht nur um Illusionen in Science-Fiction-Filmen oder Fantasy, man kann auch sozusagen realistische Illusionen erzeugen, indem man halt sich überlegt, wie kriege ich den Zuschauer sozusagen in meine Filmwelt rein, in meine Filmrealität. Also wie erzeuge ich eine Filmrealität? Warum habe ich da jetzt ein richtiges Zimmer genommen und warum hat man das jetzt so gemacht, irgendwie nicht? Oder es hat viele Vorteile, es hat viele Vorteile. Zum einen ist es so, ich kann im Studio die Bedingungen absolut kontrollieren. Es gibt einen schönen Ausspruch von Ken Adam, also dem Production Designer, der die ersten James Bonds gemacht hat zum Beispiel. Da hat gemeint, im Studio bin ich Gott. Naja, im Studio kann ich alles machen. Ich kann das Wetter bestimmen, ich kann es regnen lassen, kann es schneien lassen. Ich kann Tag oder Nacht machen. Ich bin sozusagen unabhängig von der Außenwelt. Ich kann den Ton kontrollieren, ich habe die entsprechenden Räumlichkeiten um mich herum, also Maskenräume und so weiter, Lagerflächen, das habe ich alles, wenn ich on-location drehe, also am Originalmotiv eben nicht. Kostet halt mehr dadurch. Ne? Da muss man immer so eine Kosten-Nutzen-Relation anführen und sagen, okay, wenn ich jetzt im Studio drehe, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil, auch in finanzieller und zeitlicher Hinsicht. Ne? Also das war... Es waren jetzt 3 Tage, also es ging relativ fix. Wir haben einen Drehtag gehabt und einen Tag zum wieder verschwinden lassen. Und es hatte vor allem den Vorteil, wir haben mit Cordula Stratmann gedreht und die hatte halt nur an dem einen Tag Zeit. Und dann muss man halt alle Umstände sozusagen ausschließen, die dazu führen könnten, dass der Film, dass der Dreh halt kippt, aus Wettergründen oder sonstigen Gründen. Deswegen hat man sich fürs Studio damals entschieden, also in dem speziellen Fall. Gut, aber zurück dazu, wie erschaffe ich jetzt eine Filmrealität? Ja, wir haben schon gehört, die Architektur, die ist realistisch gebaut, die kann ich anfassen, die Theatergeschichte, da kann ich nur drauf schauen, aber ich kann mich so ein bisschen treiben lassen, was den Bildausschnitt anbetrifft. In der Filmarchitektur, im Szenenbild ist es halt alles nicht der Fall. Ich bin sozusagen als Zuschauer sehr manipuliert. Was Zeit, was Ort, was auch Stimmung anbetrifft. Und da setzen wir an als Szenenbildner oder wie auch immer dann sozusagen die Berufsbezeichnung aussieht und versuchen zu überlegen, wie sieht denn die Erwartungshaltung des Zuschauers aus? Also was erwartet der denn, wenn er ins Kino geht? Der geht ja nicht rein und sagt, jetzt gucke ich mal, was da so kommt. Der Filmtitel klang irgendwie vielversprechend. Man hat ja auch irgendwie so eine Erwartungshaltung, im Sinne von, ich weiß zumindest das Filmgenre. Ich schleppe jetzt wahrscheinlich die Freundin nicht in Horrorfilm mit rein, weil das könnte irgendwie nervig werden. Also werde ich mich vorher mal orientieren, ist es vielleicht ein Horrorfilm. Und wenn ich in einen Horrorfilm reingehe, dann weiß ich auch, okay, es könnte das und das und das passieren. Also diese Erwartungshaltung, die ich habe, die müssen an die Filmschaffenden, also nicht nur der Szenenbilder, sondern natürlich auch der Kameramann und vor allem der Regisseur dann erfüllen. Ja, und am besten nicht nur erfüllen, sondern übertreffen. Ja? Es ist halt sogar heutzutage, da wir als Publikum so viel gewohnt sind, auch eine ziemliche Einschränkung für jemanden als Filmschaffender im Prinzip. Schon, oder? Ja, gut, man wächst ja auch mit seinem Publikum. Ne?
Also es war bestimmt am Anfang viel, viel leichter. Ich meine, vor 100 Jahren war es bestimmt viel leichter, dem Publikum irgendwas vorzusetzen und sagen, Gott, was haben die da gemacht? Ne? Also die ersten Filmaufnahmen, das war ja so ein heranfahrender Zug, der gefilmt wurde. Und da gibt es ja die Erzählungen von Augenzeugen, dass wie das im Kino aufgeführt wurde, die Zuschauer aufgesprungen sind, rausgerannt sind, weil der Zug fährt jetzt einen, in einen rein. Ja? Aber ich denke mal, das würde heute nicht mehr funktionieren. Ne? Also es war aber auch, war zwar dokumentarisch und damit realistisch aufgezeichnet, aber in Schwarz-Weiß natürlich. Und die ersten fiktiven Spielfilme, die haben natürlich mit ihren Kulissen, würden die heute niemanden vom Hocker reißen, ganz klar. Also sowas wie Die Reise zum Mond zum Beispiel von Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwie, das guckt man sich heute noch an und denkt, mein Gott, wann schneiden die endlich mal wieder? Ja, warum haben die so komische Kulissen? Das sieht man ja, dass Kulisse ist und so weiter. Natürlich, ne? Aber heutzutage ist es vielleicht schwieriger, den Zuschauer dann zu fesseln. Und mir geht es auch oft so, muss ich ehrlich gestehen, wenn ich im Kino einen schlechten Film anschaue, dann gucke ich mir halt, wie sie es gemacht haben. Sozusagen überlege mir, was sie da so alles sich gedacht haben, weil die Geschichte halt nicht funktioniert. Ne? Und das ist aber sozusagen die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Geschichte sozusagen funktioniert und nicht nur im dramaturgischen Sinne, dass die Schauspieler sozusagen glaubhaft agieren, sondern auch das Ganze, was im Hintergrund stattfindet, nämlich das Szenenbild, dass es auch funktioniert. So, und zum Szenenbild gehört ja nicht nur die Architektur dazu und die Innenarchitektur und die Requisiten. Man hat so das Gefühl, beim Szenenbild, da landet so alles, was die anderen nicht haben wollen. Also wenn man künstliches Wetter macht, ist auch Szenenbild, also Nebel, Regen, Schnee, Wind, ist auch Teil des Szenenbildes. Fahrzeuge im Bild, also wenn jemand, wenn der Schauspieler ein Oldtimer fährt, da hat sich das Szenenbild auch vorher Gedanken gemacht, was für ein Auto fährt er denn? Tiere im Bild ist auch Szenenbild, es sei denn, ist es jetzt irgendwie so ein spezielles Filmtier, sage ich mal, das dann bestimmte Dinge machen können muss, also seine Filmtricks auf Lager hat. Die Frage ist sozusagen, mal abgesehen davon, dass es meistens echte Tiere sind und meistens echte Fahrzeuge, was ist vom Rest noch echt? Es gibt ja die zwei Möglichkeiten, wie wir schon erfahren haben. Wir können ja on location drehen. Wollt ihr was der Allgemeinheit mitteilen? Oder? Nee. Also wir können on location drehen, sprich ich suche mir den Drehort. Oder ich kann im Studio drehen und muss mir den Drehort sozusagen bauen. Aber in beiden Fällen muss mir vorher im Klaren sein, wie soll er denn aussehen. Das ist sozusagen meine originäre Aufgabe, zu überlegen, wie soll er aussehen? Und die erste Handlung, die ich mache als Szenenbildner beim neuen Projekt, ist, ich lese mal das Drehbuch. Da weiß ich die Handlung, da sind auch die Orte beschrieben, an denen die Handlungen stattfinden. Die Orte müssen bestimmte Dinge können. Und es ist nicht nur einmal passiert, dass ich überlegt habe, naja, wir drehen jetzt quasi in einem Büro, aber das Büro, in dem Falle fände ich ein Büro blöd, lass uns doch lieber irgendwie in der Werkstatt drehen, neben Büro, weil da die Handlung vielleicht besser zu etablieren ist. Also muss ich sozusagen als ersten Schritt mir überlegen, welche Drehorte brauche ich und wo finde ich die oder lasse ich die bauen? In allen Fällen muss mir überlegen, wie kann ich dem Zuschauer eine interessante Illusion bieten innerhalb dieser Drehort-Varianten. Jetzt springen wir nochmal zurück. Gebaute Illusion oder Filmillusion. Das ist eine Artwork-Tafel aus Avatar. Ich nehme an, ihr habt alle den Film gesehen. So, sieht doch ganz nett aus da, so hat so Wasser und Felsen und irgendwelche Pflanzen. Sieht eigentlich ganz realistisch aus. Naja, ist halt auf die Felsen da hinten, die schweben. Also völlig bescheuert eigentlich. Ne? Also man geht ins Kino und schaut sich auf der Leinwand schwebende Felsen an. Und jetzt sollte man eigentlich meinen, als normal begabter Mensch, schwebende Felsen, das gibt es halt einfach nicht. Also ist ja völliger Blödsinn, der wird ja sofort runterfallen. Aber trotzdem waren wir im Kino und haben uns das angeschaut und haben es auch geglaubt. Oder hat einer gesagt, nee, das glaube ich nicht, der Fels, der schwebt nicht. Wir haben es so alle gesehen, wir sehen, der Fels schwebt,
Ich habe nochmal ein anderes Bild. Das schwebt doch eindeutig und da ist auch offensichtlich oben noch ein Bach drauf, weil also wo kommt doch sonst der Wasserfall her? Also physikalisch gesehen, sozusagen mit unseren physikalischen Gesetzen auf unserer Erde, einfach nicht machbar, dass sozusagen dann Fels, so ein riesen Felsbrocken in der Luft schwebt und dann noch ein Wasserfall dran runterfließt, wo man denkt, ja, wo kommt denn das Wasser jetzt her? Da müsste da oben hin, müsste hinten ein Schlauch hochgehen, der den Wasserfall speichert. Aber wir haben es geglaubt, wir haben es alle geglaubt, wir haben uns reinziehen lassen in die Geschichte. Die Frage ist, warum? Ja? Weil es erklärt wurde im Film. Genau. Ganz einfach. Kurz bevor die Szene, die erste Szene, glaube ich, kam mit dem schwebenden Berg. Genau, man hat sozusagen als schlauer Production Designer, die haben ja auch letzten Endes den Oscar dann für Production Design bekommen, sich Gedanken gemacht, wie man den Zuschauer sozusagen dazu bringt, dass er das glaubt. Weil es sieht ja auch toll aus, ne? So schwebende Felsen. Das kennt man ja von Gemälde von Roger Dean. Da ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen hergeklaut. Man hat auf irgendwelchen Plattencovern von zum Beispiel, das führt jetzt ein bisschen so weiter, auf Plattencovern hat er auch schwebende Felsen schon gemalt. Und da hat man sich so ein bisschen von, behaupte ich mal, inspirieren lassen. Hat gesagt, man will auch jetzt schwebende Felsen haben auf Pandora. Und hat es dem Zuschauer ganz am Anfang des Films einfach erklärt, ja, die Felsen schweben, weil die physikalischen Gesetze herrschen eben auf diesem Planeten. Und deswegen ist es jetzt so. Ja, und dann haben wir es alle geglaubt. Wir haben sozusagen eine neue Realität geschaffen. Und es funktioniert auch so einfach, weil man ja als Zuschauer aufgrund des Medienhypes schon absolut Bescheid wusste, was einem erwartet im Kino, nämlich ein Science-Fiction-Film, / vielleicht auch Fantasy. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob es das eine oder das andere ein bisschen mehr ist, wahrscheinlich so beides so ein bisschen. Und dann geht man da rein und sagt, ja, die Felsen, die schweben. Perfekt. So. Und darum geht es ja. Man muss den Zuschauer darauf vorbereiten. Also in dem Fall war es optimal, durch das ganze Presse-Gehype war man schon sozusagen drauf und dran, alles zu glauben, was in dem Film präsentiert wird. Und dann hat es auch funktioniert. Wunderbar eigentlich. Ne? Das ist jetzt natürlich ein massives und herausragendes Beispiel dafür, wie man es machen kann. Man kann es ans viel, viel kleiner machen. Ne? Man muss jetzt sozusagen nicht eine künstliche Welt erschaffen mit eigenen physikalischen Gesetzen, eigenen Biologie und also eigener Pflanzenwelt, eigener Tierwelt, auch noch eine eigene Spezies dazu entwickeln, die mit speziellen sozialen Gefüge unterwegs ist. Und sozusagen das Einzige, was an unserer Realität dann sozusagen andockt, ist dann die paar humanoiden Darsteller, die man sozusagen im Film dann noch sieht, vor allem am Anfang. Gegen Ende wird es ja ein bisschen weniger dann. So. Der Production Designer hat ja auch irgendwann das Drehbuch gelesen, hat sich gedacht, naja, wenn die schwebenden Filzen, ich weiß nicht, ob sie drin gestanden sind, wenn nicht, hat er sie sich ausgedacht. Und ist sozusagen durch das Drehbuch gegangen und hat sich die ganzen Handlungsdrehorte zusammengeschrieben erstmal. So mache ich es auch. Also ich sage mal, größenordnungsmäßig kann man sagen, dass bei einem deutschen TV-Film, also 90 Minuten lang, ungefähr irgendwie so 15 bis 50 verschiedene Drehorte existieren. Was mache ich jetzt für den Zuschauer, dass man die irgendwie unterscheidbar halten kann? Ich überlege mir mal, so wie man die gruppieren kann. Das ist jetzt ein Spielfilm, den ich vor Jahren hier in Stuttgart gedreht habe. Das ging um spielte im jüdisch-deutschen Milieu. Und es ging einfach nur darum, man hatte verschiedene Handlungsorte und die habe ich sozusagen gruppiert. Da gab es irgendwie so die Ecke von der einen Familie, die hat mehr in so einem Altbau gewohnt. Die andere Familie hat mehr sozialer Wohnungsbau gewohnt. Das alles hat in der Stadt stattgefunden. Und der Rest sozusagen, nämlich es gab ein paar Szenen auf dem jüdischen Friedhof, die hat man sozusagen dann ins Grüne verlegt. Deswegen ist hier unten so grün gekritzelt. Der Rest ist sozusagen alles Stadt. Nur so mal als Gedanke, wie schaffe ich sozusagen unterschiedliche Kategorien von Handlungsorten innerhalb eines Filmes? So, und dann kann ich weitergehen, wenn ich die verschiedenen Handlungsorte habe. Wir greifen jetzt mal gefühlt einen raus und behaupten mal sozusagen, wir haben einen Film, in dem es einen Kindergarten gibt.
jetzt muss ich ja so einen Kindergarten auf die grüne Wiese stellen oder ich habe eine Baulücke irgendwo in einem, zwischen zwei Häusern und wir haben uns entschieden, da bauen wir jetzt einen Kindergarten rein. Wie soll der aussehen? Gut, jetzt habe ich am Anfang mal das Drehbuch gelesen, habe mir so eine Gedanken gemacht, wie das Drehbuch, wie der Kindergarten wohl aussehen könnte. Aber bevor ich alles sozusagen mir im Kopf sozusagen zurechtdrücke, wie der Kindergarten aussehen, muss ich noch was leisten. Nämlich, ich muss wissen, wie ein Kindergarten funktioniert. Das Problem ist nämlich, wir alle wissen, wie ein Kindergarten funktioniert. Wir waren nämlich in der Regel in einem. Also wir haben sozusagen eine Lebenserfahrung gesammelt, wie ein Kindergarten aussehen, wie sie funktionieren. Und ich mache mal eine Recherche, so eine Grundlagenrecherche. Wie sieht ein Kindergarten aus? Was gibt es da sozusagen für Oberflächen, für Materialien, für Funktionsschemata? Wie kann ich sozusagen einen Kindergarten für den Film entwerfen, den der Zuschauer als Kindergarten erkennt, den ich selber sozusagen auch als Kindergarten akzeptiere? Und wenn ich das alles für mich festgestellt habe, dann gehe ich los und sage, aufgrund meiner Recherche habe ich jetzt ein Bild im Kopf und dieses Bild, das tue ich jetzt sozusagen rauslassen. Das Hauptproblem ist nämlich, dass wir uns in einem visuellen Medium bewegen und Worte sind nicht genug, um zu mitzuteilen, wie ich es aussehen soll. Und dafür gibt es dann sogenannte Moodboards. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel von so einem Moodboard. Ich suche mir sozusagen Stimmungen zusammen. Stimmungen im Sinne von, ich gehe auf Google Bildersuche und suche mir einfach Bilder zusammen, wo ich sozusagen Aspekte drin finde oder möglichst viele Aspekte in einem Film, wo ich irgendwie feststelle, okay, so kann ich das mir vorstellen. Anderes Beispiel ist, das war jetzt ein bisschen nach Farben geordnet, einfach zu schauen, wo kriege ich Bilder her? War übers Internet, aber auch über Zeitschriften, über Bildbände, um sozusagen nicht mit Worten zu kommunizieren, sondern mit Bildern zu kommunizieren, weil ich mich sozusagen, wie gesagt, in einem visuellen Medium bewege und auch visuell kommunizieren muss, und zwar mit den anderen Beteiligten am Film, also dem Kameramann, dem Regisseur und der Kostümbildnerin. Den Rest des Teams interessiert es nicht so sehr, behaupte ich jetzt mal, die eher auf der organisatorischen Seite sind, wie der Film aussehen wird. Die müssen den dann irgendwie organisieren, aber sozusagen den visuellen Eindruck, den der Film hinterlässt, der wird ja im Wesentlichen von vier Personen geprägt, nämlich dem Regisseur, dem Kameramann, dem Szenenbildner und dem Kostümbildner. So. Noch ein anderes Beispiel. Das ist ein Gemälde, was ich auch so eigentlich toll finde, weil da auch sozusagen Licht und Schatten noch mit eine Rolle spielt. Ich kann sozusagen auch mir, das ist jetzt von Edward Hopper, ein Bild zurechtlegen und sagen, guck, ich will vielleicht so eine Bar bauen oder um auf den Kindergarten zurückzukommen. Ich nehme jetzt aus dem Bild vielleicht nur die Lichtstimmung mit für den Kindergarten. So. Und diese Methode, sozusagen die Regeln eines Kindergartens für einen Film festzulegen, also erstmal die Regeln des Kindergartens in der Realität, also in unserer real existierenden Welt herauszubekommen, das Ganze auf den Film zu transferieren, zu sagen, wie muss ich den Kindergarten, der in der Realität so und so funktioniert, dann auf die Filmrealität transferieren, um zu sagen, hey, der muss gar nicht so funktionieren wie in der Realität, weil ich brauche für den Film eben andere Argumente, andere Aspekte, die für den Kindergarten viel, viel wichtiger sind. Und ich schaue mir ja noch Filme dazu an. Filme, vielleicht nicht unbedingt mit Kindergärten, auch wenn es geht, aber vor allem Filme, in denen ich irgendwie bestimmte Aspekte rausziehen kann, wie zum Beispiel hier geht es um farbiges Licht. Das heißt, vielleicht gibt es im Kindergarten farbiges Licht. Ich suche mir sozusagen aus allen möglichen Quellen, die mir zur Verfügung stehen, Anregungen, Stimmungen raus, um meinen eigenen Kindergarten sozusagen zu entwerfen, im Sinne dieses speziellen Filmes. Ich habe da nochmal zwei andere Filmstills, einfach um sozusagen verschiedene Lichtstimmungen, verschiedene Oberflächen herauszufinden. Und das Ergebnis dieser Überlegung ist, ich kann noch so viel Moods zusammensuchen, ich werde sozusagen das Bild in meinem Kopf nie präzise finden,
weil es halt sozusagen nur in meinem Kopf ist, aber irgendwie noch niemand erfunden hat. Und dann geht es daran zu überlegen, wie kriege ich es raus? Ich muss es zeichnen. Ja, bitte? Was? Das ist also das Filmlicht, sage ich mal. Also Licht ist ein weites Feld. Also klassischerweise, früher war es so, dass der Szenenbildner, der ja vom Theater her kam, beim Theater macht ja der Bühnenbildner das Licht. Oder vielleicht gibt es auch ein Lichtdesign, aber im meisten Fall macht es der Bühnenbildner. Und historisch gesehen macht der Szenenbildner auch gerne nochmal beim Licht mit rum. Das Filmlicht, um sozusagen ein Filmset auszuleuchten, das macht der Kameramann, genau. Das Licht am Set, also die sogenannten Practicals, das macht der Szenenbildner. Also Licht im Bild, also Lichtquellen im Bild ist Teil des Szenenbildes. Also ist natürlich vom Kameramann gern genommen, aber im Wesentlichen also ist es eigentlich meine Aufgabe normalerweise. Ja, das ist was anderes dann. Natürlich, genau. Also wenn dann gedreht wird, dann ist der Szenenbildner ja eh nicht mehr da. Dann wird da gemacht, was getan werden muss, damit das Bild gut aussieht. Aber im Wesentlichen gibt man ja Möglichkeiten vor, sage ich mal. Also zurück dazu, wie bekomme ich jetzt das Bild aus meinem Kopf raus? Ich muss es halt zeichnen. Es gibt die sogenannten Produktionszeichnungen, also dass ich erst skizziere und mir überlege, wie sieht es denn aus? Und dann auch gleich mit Farben reingehe, mit Licht und Schatten. Und wenn man dann selber nicht gut zeichnen kann, dann lässt man es auch gerne mal zeichnen, um einfach sozusagen darüber zu kommunizieren. Also der Szenenbildner, der zeichnet irgendwelche Grundrisse, wie der Architekt und sagt, so wird's, sondern der Szenenbildner zeichnet Perspektiven, weil wir ja auch sozusagen wie die Kamera in ein Set reinschauen wollen. Nicht von außen, sozusagen von aus Augenhöhe. Ja, das sind jetzt verschiedene Beispiele für Filme, die ich gemacht habe, wo man sozusagen Produktionszeichnungen angefertigt hat im Sinne von, guck mal, so sehen die Farben aus, so sehen die Räumlichkeiten aus. Das letzte ist jetzt sozusagen, dann hat man auch mal einen Profi dran gesetzt, der sich sozusagen zur Prävisualisierung da angestellt wurde, um zu sagen, okay, wir haben ein Drehbuch, das wir sozusagen verfilmen wollen, und so stellen wir es uns vor. Bitte gebt uns Geld, am besten ein paar Millionen, um es zu verwirklichen. Das hat leider bisher noch zu keinem Erfolg geführt, aber sozusagen so weit kann man es treiben, um einen Film zu prävisualisieren, wie es dann so schön heißt, um zu zeigen, der Film soll so und so aussehen, hat die und die Farben, die und die Bildsprache auch, um letzten Endes dann auch über diese Bilder, über diese Zeichnungen zu kommunizieren, nicht nur eben in dem Fall jetzt mit dem Regisseur und dem Kameramann, sondern eben auch mit potenziellen Geldgebern. So, und nachdem ich das alles dann für mich sozusagen festgelegt habe und durchdiskutiert habe, natürlich auch mit den Betreffenden, also mit dem Kreativteam, sprich Kamera, Regie, Kostümbild, dann geht es ans Machen. Also, sprich, wie kriege ich die Zeichnungen dann umgesetzt in die Realität? Und da waren wir jetzt schon kurz mal gewesen. Ich muss mir überlegen, das, was ich da finde oder was ich da sehe, finde ich das irgendwo auf der Welt oder vielleicht in Deutschland oder vielleicht in Stuttgart, um sozusagen die Szene nicht bauen zu müssen, sondern ich suche sie mir sozusagen. Also ich drehe on location. Oder ich suche was Ähnliches und versuche es entsprechend zu verändern. Das wäre wahrscheinlich der Fall für die zwei linken Bilder, wo ich sage, okay, es ist wahrscheinlich extrem aufwendig und teuer, so eine Straße zu bauen, im Hintergrund ein paar Hochhäuser und so weiter. Ich versuche mal sowas on location zu finden. Jetzt unten rechts die Bibliothek, da ist es wahrscheinlich eher der Fall, dass ich sage, okay, das lasse ich bauen. Da hat man einfach, wie wir vorhin schon gehört haben, kontrollierte Bedingungen. Da kann ich irgendwie mehr Zeit lassen, da muss ich nicht aufs Wetter Rücksicht nehmen oder auf Tageszeiten oder auf sonstige Dinge, die mich gerne beim Drehen behindern. Sprich, ich baue sowas. Ja. Wird es manchmal auch genutzt, dass man also irgendwas aufnimmt und dann die Person dann vom Flug kriegen? Oder?
Natürlich. Ich nehme dann das einfach mit, sagt hier die Location ist zwar toll, aber da kann ich nicht drehen, sondern nehme einfach das Bild und... Genau. Also es waren jetzt sozusagen die zwei Extrempositionen. Einmal, ich finde eine Location, die perfekt ist und ich finde keine Location und baue alles im Studio. Und dann gibt es natürlich sozusagen das Ding dazwischen, dass ich sage, ich baue an der Location was dazu, damit es ergänzt werden kann. Oder ich tue sozusagen die Location teilweise im Studio bauen und tue die dann reinposten in irgendwas Existierendes. Oder ich tue Teile der Original-Location mit Blue- oder Greenscreen abdecken und poste dann irgendwie da was rein, also sogenannte digitale Set-Extension. Also sind dann natürlich viele Spielarten möglich. Heutzutage ist es natürlich auch um einiges einfacher mit einem Rechner. Früher hat man sich dabei auch schon beholfen. Ne? Also man hat dann Miniaturen gebaut, hat die so geschickt vor der Kamera platziert, dass man dachte, hey, das ist ein Riesengebäude, dabei stand es irgendwie direkt vor der Kamera und nicht weiter hinten. Oder man hat sogenannte Matte Paintings genommen, also auf Glas gemalte Bilder, die dann sozusagen teilweise die Sets abgedeckt haben und durch das Nicht-Abgedeckte hat man durchgefilmt und hat sozusagen da ein Match bekommen. Also das wird da teilweise heute auch noch gemacht. Also man denke nur an Herr der Ringe, da hat man ja auch getrickst mit Gandalf und dem Hobbit, da hat man die sozusagen so positioniert vor der Kamera, dass der eine größer erschien als der andere, aber der eine war davor, der andere war da hinten gestanden. Ne? Ja? Es kommt ja noch der Aspekt von 3D dazu, also das konkurriert ja auch irgendwo mit dem Sinn, mit dem Studioaufbau, aber inwieweit ist es dann schon, steht es dann schon in Konkurrenz, weil man kann ja verdammt viel machen mit den 3D-Möglichkeiten. Wird ja auch gemacht, aber... Verstehe ich jetzt nicht ganz, weil es ist doch, ob ich jetzt 2D oder 3D filme, ist doch wurscht. Nein, ich meine am Computer entstanden. Ja klar, natürlich, aber das, was ich so Computer generiert, das ist sozusagen, ob das 2D ist oder 3D ist oder ein digitales Matte Painting, das ist ja immer sozusagen digital. Ne? Also letzten Endes sind die Techniken ja sozusagen auch weiterentwickelt worden permanent, ob ich jetzt vom analogen Film, wo ich alles in Camera gemacht habe, bis hinterher alles nur noch in der Postproduktion. Es gibt ja mittlerweile Filme, die haben überhaupt noch nie ein Set gesehen, dann macht man alles im Rechner. Aber letzten Endes gibt es dafür auch einen Szenenbildner, der das halt entwirft. Ne? Ja? Jetzt sofort, oder? Nee, erst in 5 Minuten. Ja, aber ich komme jetzt auch relativ zum Schluss. Also der letzte Schritt ist sozusagen, das Ganze in die Realität zu hieven. Sprich, ich kümmere mich zum Beispiel um, wie sehen die Oberflächen aus? Also ich suche mir da wieder Mut zusammen, die ich dann teilweise auch... Ich lasse jetzt keine Wände mauern, sondern ich lasse sie halt entsprechend malen oder herstellen mit Bühnenplastiken. Also nur um so ein paar Ideen zu haben. Oberflächenmäßig hat man ja viele Möglichkeiten. Also ich versuche sozusagen aus der Realität was herüberzuziehen und das wird dann später, da gibt es jetzt noch ein schönes Beispiel, sozusagen imitiert. Also da ist wieder die Illusion da. Also nicht nur sozusagen im Großen ist die Illusion da, sondern auch im Kleinen. Also es war zum Beispiel ein Grabstein, den ich habe herstellen lassen. Normalerweise wiegt sowas, glaube ich, so 500, 600 Kilo. Der hatte, glaube ich, irgendwie 5 Kilo gewogen, weil er natürlich einen Styroporkern hatte und entsprechend bespachtelt würde. Aber wir haben jetzt sozusagen nicht als Zuschauer die Möglichkeit, den anzufassen und hochzuheben. Sprich, wenn man da stehen sieht, denkt man, naja, das ist ein Grabstein. Fertig. Ne? Genauso das linke Beispiel. Kennt man ja aus dem Barock, das Trompdell, wo sozusagen der Marmor einfach gemalt wurde. Macht man im Film ja regelmäßig. Und ein letztes Beispiel, wo man sozusagen das Vorher-Nachher sieht, leider ist das rechte Foto etwas unscharf. Das war eine Serie, die ich hier vor 2 Jahren gemacht habe, Leibl und Frisch. Vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, also eine Bäcker-Serie. Im SWR ist leider eingestellt worden. Also es ging um, das ist sozusagen die Backstube und wir haben sozusagen den Holzbackofen, in dem sozusagen die Brote da gebacken wurden, in Anführungszeichen gebacken, hergestellt, indem wir halt eine Rigipswand gebaut haben. Die 4 Klappen waren echt, also war echtes Gusseisern, auch wegen Sound, wenn man es zumacht, das einfach klapper, klapper macht. Aber der Rest war einfach Pappe, Sperrholz, Gips. Und so sah es dann halt rechts fertig aus. Also das Ganze sieht dann recht massiv aus, wenn es gemauert werde, Klinker da vorne dran. Wir hatten auch so einen schönen Glanz noch drauf. Das war natürlich alles Fake. Also die Kacheln, das war so eine 2 mm dicke Spezialspachtelschicht, die man da aufgetragen hatte. Vorne hat man das Fugenbild aufgeklebt mit dünnen Klebestreifen. Die hat man dann wieder, wenn der Spachtel noch weich war, wieder abgezogen. So hat man die Fugen dann bekommen und dann nachher noch angemalt. Und fertig war der Backofen.
beziehungsweise wir haben dann noch patiniert, also entsprechend den Ruß noch dran gemalt. Also wir haben da nicht Feuer drin gemacht, und dass es so verraucht aussieht, sondern einfach mit der Spritzpistole eben aufgetragen auf das Ganze. Also sozusagen, wenn man es so sieht, ne, denkt man, ja, das ist doch vielleicht noch ein bisschen saubere, aber doch funktionable Backstube. Nur wenn man sozusagen das Vergleichsfoto nebendran hat, stellt man fest, naja, das ist ja alles nicht echt. Ich hoffe, ich habe so einen kleinen Einblick geben können in, was ist Szenenbild, was ist Filmarchitektur, wie kommt die Illusion zustande, und jetzt wäre noch Zeit, bis Sie mich rausschmeißen für Fragen. Ja? Inwiefern hat das, dass jetzt mit HD gefilmt wird, das verändert? Also muss man jetzt trotzdem arbeiten? Ja. Ja, also Filmmaterial ist immer noch ganz nett. Ich habe jetzt, mein letztes Projekt war eine Geschichte, haben wir auf einer Red gedreht für Sat.1, so eine romantische Komödie mit Yvonne Katterfeld. Und da war das halt schon ein Problem, sage ich mal, ne? Dass man, weil die HD-Geschichten, die verzeihen halt einem fast nichts. Also das sieht man auch sozusagen noch in der Tiefe ordentlich scharf, auch wenn man zwei Weichzeichnerfilter drüber haut und was weiß ich was macht. Man muss schon drauf achten. Also was man früher gesagt hat, so mit 16 mm oder auch mit 35 mm, es versendet sich. Ja, das ist man heute, hat man da keine Chance mehr. Also muss dann erheblich sorgfältiger arbeiten. Man kann nichts mehr so richtig, also schlecht faken ist nicht mehr, man muss es gut faken. Ja. Ja? Genau, also ich kann zu meinem Werdegang was sagen. Also ich habe Architektur studiert, habe es auch abgeschlossen hier an der Hochschule für Technik in Stuttgart und habe dann nochmal ein Aufbaustudium gemacht an der Filmakademie in Ludwigsburg. Das ist, geht auch nochmal 2,5 Jahre. Danach ist man dann Diplom-Szenenbildner Fachrichtung, Diplom-Szenenbildner für Film und Fernsehen, so rum heißt es. Das muss man aber nicht machen. Also es gibt viele Szenenbildner, die haben vorher ganz was anderes gemacht. Das ist ja typisch Film, man hat irgendwie so ein Leben vorm Film, wo man irgendwas gemacht hat und dann ist man zum Film gerutscht und da hängen geblieben und hat sich sozusagen dann hochgearbeitet. Also es gibt viele Szenenbilder, die haben angefangen mit Kaffeekochen und sind dann in die Szenenbildabteilung oder ins Art Department gerutscht und haben dann als Requisitenhilfe angefangen, haben als Requisitenfahrer gearbeitet und haben so, sind so über die Lauf der Jahre halt aufgestiegen, bis zum Requisiteur oder bis zur Szenenbildassistenz oder Art Director, und dann eben als letzter Schritt ist dann der Szenenbildner da. Ich habe das für mich beschlossen, ich mache das nicht, ich fange gleich oben an, geht schneller. Ich habe vorher aber doch einige Erfahrungen gesammelt, was Theatersachen anbetrifft, also Bühnenbildassistenzen. Von daher ist es eben individuell selbst überlassen, wie er es anstellt. Man kann sozusagen auch mit keinem Studium Szenenbildner werden, da gibt es keine Restriktionen. Das, ja. Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt viele Architekten, die sind, also viele Szenenbildner, die sind auch keine Architekten, sondern die haben vorher Kunst studiert oder Malerei. Also ich habe gerade hier eine Kollegin in Stuttgart, die hat Bildhauerei studiert, vorher an der Kunstakademie. Also man arbeitet sich da so rein in das Metier. Ja? Was können wir jetzt ungefähr für Kosten rechnen für so ein Szenenbild? Für so ein Szenenbild? Also die ganze Backstube, und da gab es noch den Verkaufsraum davor, der hatte irgendwie so Größenordnung, waren das glaube ich so zwischen 40.000 und 50.000. Da ist also 60% davon sind meistens die Löhne der Handwerker, ne? Die kosten am meisten dann noch ein bisschen Material. Ja. Nicht meistens wissen es nicht. Also ja, hat sich noch keiner drum gekümmert. Das ist, diese Oberflächen, das mache ich auch nicht selber. Ne? Ich weiß da theoretisch, wie es geht. Aber letzten Endes ist es so, dass es da Theaterplastiker gibt. Also sie haben eine entsprechende Ausbildung hier zum Beispiel am Staatstheater gemacht und können so Oberflächen herstellen. Und dann gibt es Patineure, die dann halt irgendwie den Ruß da noch dran malen. Also es, da bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen, dass das Art Department, wie eben das, die Szenenbildabteilung beim Film auch heißt, ist meistens das größte Teildepartment im gesamten Film. Und da gibt es halt alle möglichen Spezialisten, die man da sozusagen einsetzt.
die teilweise auch wirklich teuer sind. Und sei es jetzt Requisiteure oder Waffenmeister oder Car Wrangler oder Tiertrainer, was auch immer da rumspringt, sozusagen, die sind alle hochspezialisiert und ich weiß so von jedem so ein bisschen, wie er es macht, um sozusagen den Überblick zu behalten. Ja, aber so Tricks, wie man es macht, ausprobieren. Also es ist viel Fachwissen ist da so an Personen gebunden, die es natürlich auch nicht rausgeben, weil es so ein bisschen auch eher ihre Versicherung ist, dass sie wieder angefragt werden und ihre Jobs behalten oder beziehungsweise Arbeit haben. Ja, ich darf, glaube ich, keine Fragen mehr beantworten, aber sind noch welche da? Wenn nicht, können wir auch gerne draußen dann weitermachen, bevor die nächste Veranstaltung hier losgetreten wird. Gibt es noch Fragen? Ja, wenn nicht, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.